Vielen Dank und herzlich willkommen. Ich glaube, ich muss nicht extra betonen, dass das für mich eine Riesenehre ist, mit dieser tollen Band zu spielen. Es ist ja auch so, dass es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass diese Musik immer am Leben bleibt. Diese Musik hat schon ganz viele Ups und Downs erlebt. Tot war sie nie, aber sie hat schon schwere Zeiten erlebt. Und umso fröhlicher und freudiger macht mich das, dass so viele junge Leute sich entscheiden und entschieden haben, diese Musik zu spielen, Jazz, Jazz for One. Und das ist ein ganz großer Verdienst natürlich der Förderung, die auch hier in Schleswig-Holstein möglich ist, wie in vielen Bundesländern. Fast jedes Bundesland hat ein Landesjazzorchester. Wir haben immer gesagt Landjugend. Ja. Ich war in der von Baden-Württemberg 1900, lieber Witt. Also 80 war das schon so lange her. Und ohne diese Förderung wäre das natürlich alles nicht möglich. Und ich möchte hier an erster Stelle natürlich einem Mann danken, der diese Band seit 25 Jahren so toll betreut. Unglaublich viele Talente hier durch die Band geschleust hat. Das ist Dr. Jens Köhler, der Dirigent der Band. Stücke von Joe Sample, schon eingangs wurde ein Arrangement von Jens gespielt. Das hier ist ein Stück von Joe, was er geschrieben hat, was wir gerade gespielt haben, was er geschrieben hat in den 70er Jahren von dem Album Those Southern Nights, Crusaders 1978. Und es geht weiter mit einer Komposition, auch wieder von Joe. Ich sage nachher noch ein bisschen was zu ihm, ein Stück mit dem Titel Ashes to Ashes.